aus Braunschweig, Helen B. Hallo. Ich fange einfach an. Ungerechtigkeit hat bei mir verschissen. Leute, die urteilen, ohne Gründe zu wissen, haben bei mir keine Chance mehr. Gute Arbeiten und Hausaufgaben machen viel her. Verdammt. Ja, Mann, aber seht ihr denn auch, was ein Einzelner kann? Jemand, der in Mathe eine 6 hat, rockt die Bühne und verlässt für immer diese Stadt, weil ihn hier nichts mehr hält. Benotung ihm den Weg verstellt, ihm den Atem stiehlt, ihn bedrängt und das Lied verspielt. Talente brauchen keine Lehrer. Sie lernen aus jedem ihrer eigenen Fehler, nicht aus Druck und öden Worten, am Schreibtisch zu pauken, bis sie verdorten. Ihr meint zu wissen, wie jeder von uns tickt und merkt gar nicht, wie man an eurer Ignoranz erstickt. Wir haben eigene Meinungen und treffen bewusst unsere Entscheidungen. Und wenn ihr dann erstaunt seid, stehen wir auf und sind schon längst bereit. Wir kämpfen stumm gegen eure Werte, gegen alles, was uns jemals Zugang versperrte. Wir protestieren und keiner merkt, wie es ist. Niemand, dass man unser Vertrauen vermisst. Ungeahnt, versteckt und verheimlicht. Still geblieben, damit man sich nicht verspricht. Wir bleiben unbekannt. Lieber still akzeptiert werden, als laut verkannt. Wir sind nicht da, um uns zu beweisen, uns zu ändern oder aus festen Bahnen zu entgleisen. Egal, wie oft ihr uns demotiviert, wir lachen, weil niemand den Glauben verliert. Anstatt uns an euch zu wenden, euch zu fragen und Mut zu verschwenden, bleiben wir still, erarbeiten das, was man von uns will und bleiben bei Unrecht entspannt. Die Worte und Argumente sind uns bekannt, alles schon gehört und nichts dabei, was das Ego erneut verstört. Es bleibt bei der alten Tour, aber von Einsicht keine Spur. Das könnte ewig so weitergehen, das Potenzial bleibt ungesehen. Aber wir haben dazugelernt, Problem gelöst und es entkernt. Es war uns mal wichtig, was man über uns dachte. Es wurde gelernt, was keinem was brachte. Wir haben angefangen, ohne euch zu lernen, uns von eurem Stoff zu entfernen und bringen uns Wichtigeres bei, was es heißt zu leben, für immer frei. Eure Welt steht Kopf, es fehlt die Ordnung und der Ausschaltknopf, wenn der Weg frei da liegt. Man mit Worten über Anschuldigungen siegt, baut man verlorenes Bewusstsein auf. Schaut nicht zurück, sondern ist endlich mal stolz drauf. Niemand ist umsonst verschüchtert. Es liegt daran, dass ihr uns intensiv ernüchtert. Daran, dass trotz Fleiß der Blick für Veränderung fehlt. Daran, dass trotz Wille am Ende das Gleiche steht und es wieder von vorne anfängt. Man zu Hause sitzt und sich denkt, wozu sich wieder anstrengt, versuchen sein Wissen aufzudrängen, damit man endlich gesehen wird. Und am Ende ist man umso mehr verwirrt. Es gibt keine perfekten Klassen, die alle die Schule mit 1,0 verlassen und am Ende heißt es liegt an ihnen. Ohne Fleiß kann man halt keinen Abschluss verdienen. Und das wird geglaubt, eisern geschluckt und der alte Spaß verstaubt. Einzelne verwirklichen noch ihren Traum, aber für die meisten fehlt dazu der nötige Raum. Die Schule verlassen und Menschen kennengelernt, die an uns glauben, sind kaum zu fassen. Menschen, die uns Chancen geben. Menschen, die mit uns gemeinsam leben. Wir schauen zurück und vermissen euch nicht ein einziges Stück. Wir sind jetzt das, was wir nie waren. Angefangen zu leben und angefangen, uns endlich zu enttarnen. Es war unglaublich, denn durch euch haben wir uns gefunden, erstaunlich. Wir brauchen keine Bestätigung. Wir bestätigen uns durch Veränderung. Dadurch, dass ihr nie wieder urteilt. Dadurch, dass Leben verlorenen Stolz hält. Es ist viel passiert, aber man lebt, wenn man nie den Glauben verliert. Dankeschön.